Ganz neue Wege im Bereich Sponsoring beschreitet das Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau ab dieser Spielzeit und bietet die Namensrechte am Theater für Sponsoren an. Bisher trägt das Haus den Namen des Literatur-Nobelpreisträgers Gerhard Hauptmann. Nun können Unternehmen oder Privatpersonen die Namensrechte erwerben. Diese Informationen stehen neben anderen auf der Homepage des Gerhard-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau. Bürger der Stadt, Freunde des Theaters, der Kunst und Kultur fragen besorgt, was da los ist, ob es sich um einen verspäteten Aprilscherz handelt. Der Intendant des Theaters, Daniel Morgenroth, spricht darüber wie folgt. Nein, das ist ganz sicher kein Aprilscherz, sondern wir suchen ganz ernsthaft nach einem Namenssponsor für unser Gerhard-Hauptmann-Theater. Also das ist natürlich eine ideale Werbefläche für Unternehmen, für Marken, weil wir als Kultur- und Kunstinstitution hier erreichen 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Jahr und etwa 500.000 Menschen im gesamten Kulturraum Oberlausitz, Niederschlesien. Also wir haben da wirklich einiges zu bieten, auch für Werbetreibende. Ich glaube, einen sehr positiven Markenübertrag auch. Und wir hoffen, dass sich da jetzt Firmen melden werden, die Interesse an den Namensrechten haben. Das ist ja eine Sache, die ist im Sport sehr üblich. Also wir kennen alle die Allianz Arena, die Red Bull Arena oder den Audi Dome oder so etwas. Sport ist doch etwas anderes als ein Theater, wo es um Hochkultur geht. Schwer vorstellbar ist für Theaterfreunde, dass demnächst am Theater Coca-Cola-Theater oder Audi Kulturarena steht. Kritiker sehen dabei eine Inflation des Kulturellen. Ich kann verstehen, dass es da Widerstände gibt und es wird ja auch sehr kontrovers debattiert. Ich kann das sehr gut verstehen, denn mir ist natürlich unser Gerhard Hauptmann auch sehr lieb. Ich würde den ja auch gerne behalten, aber wir wissen natürlich alle, wie es um die kommunalen Theater und Orchester gerade in Sachsen steht. Also es sind wirklich alle, von der Bläserphilharmonie in Bad Lausick bis Bautzen, bis Döbeln, Freiberg, Plauen-Zwickau, alle sind akut vor riesigen finanziellen Problemen oder eigentlich vom Aus bedroht. Und da sind wir immer wieder angehalten, das wurde uns ja auch immer wieder gesagt, mehr Drittmittel einzuwerben, mehr privatwirtschaftliches, mehr Sponsoring. Also müssen wir diesen Weg ja fast gehen. Und das ist natürlich ein ganz neuer Weg jetzt. Und ich kann unser Publikum insofern beruhigen, dass es zwar unangenehm sein mag, den Gerhard Hauptmann zu verlieren und dann ins, weiß nicht, Birkenstock-Theater zu gehen oder so etwas, aber der Inhalt bleibt vollkommen gleich. Also wir werden weiterhin hervorragende Konzerte, Musiktheater, Tanz und Schauspiel hier auf die Bühne bringen. Am Inhalt wird sich überhaupt nichts ändern, nur die Verpackung sieht dann etwas anders aus. Da das Gerhard-Hauptmann-Theater nicht privatwirtschaftlich ist, sondern die Häuser den Städten Görlitz und Zittau gehören, müssten die dem Vorhaben voraussichtlich zustimmen. Also ich habe das Projekt natürlich dem Aufsichtsrat vorgestellt. Unsere Gesellschaften sind ja die Städte Görlitz und Zittau und der Landkreis Görlitz. Und da wurde das auch sehr kontrovers diskutiert, das muss man schon sagen. Aber meines Erachtens ist es durchaus laufendes Geschäft im Sinne von Marketing, Mitteleinwerbung, was wir hier tagtäglich machen, auf eine andere Weise. Aber das ist alles Teil des laufenden Geschäfts. Kritiker sprechen inzwischen vom Zerstören und Degradieren von Hochkultur. Wie sieht das der Intendant? Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das erstmal auf Widerstand stößt. Und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass man Angst hat, dass die Kultur jetzt einem Ausverkauf unterliegt. Und ich bin unserem klugen Publikum sehr dankbar, dass sie auch so lautstark diese Bedenken äußern. Ich glaube, es ist wichtig, die zu hören, noch ernst zu nehmen. Was ich aber wirklich allen versichern kann, ist, dass wir die Kunst, die wir machen, wahnsinnig ernst nehmen und da wird es eben keine Abstriche geben. Wie wäre es, um den Namen Gerhard Hauptmann für das Theater zu retten und die Kritiker zu besänftigen, beispielsweise die Zweitspielstätten den Sponsoren anzubieten, die Räume am Hauptbahnhof, in denen Malfi gespielt wurde? Also warum denn nicht? Also wenn wir mit der Renovierung des Bahnhofs fertig sind, da sind wir gerade, fangen wir mit diesem Vergabeverfahren an. Also das sind ja alles lange Prozesse. Wenn wir damit fertig sind, warum denn nicht? Also auch das kann ich mir vorstellen. Zittau hätte ja immerhin noch die Waldbühne in Jonsdorf. Und möglicherweise kann demnächst eine weitere Spielstätte Sponsoren angeboten werden. Die KEMA? Also wir haben ja zum Beispiel in dieser Spielzeit auch wieder, weil die Nachfrage so groß war, wieder ein immersives Theaterprojekt. Also ähnlich wie Malfi, gleiche Spielform, ganz anderer Ort, ganz andere Geschichte, diesmal in den ehemaligen KEMA-Werken draußen beim Tierpark. Da werden wir die Geschichte von der große Gatsby erzählen, also eine Geschichte von Long Island, Jazz, Champagner, Reichtum, Armut, verschmähter Liebe und Tod. Also eine sehr intensive Geschichte
Und da zum Beispiel kann ich mir auch hervorragendes Sponsoring vorstellen, beziehungsweise da suchen wir auch noch Sponsoren, die Interesse an dieser Form des immersiven Theaters haben, wie wir das bei Malfi gemacht haben. Gespannt darf man sein, wie diese Geschichte weitergeht. Und wer weiß, vielleicht wird daraus mal ein eigenes Theaterstück.